Sie sind hier, 25. Oktober 2018, 9.05 Uhr von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Ein Bestechungsskandal erschüttert den College Basketball. Urheberrecht Getty Images. Nach dem massiven Bestechungsskandal im College Basketball fällt das Gericht in New York eine Entscheidung. Auch ein Adidas-Mitarbeiter ist verurteilt. Drei Beteiligte am Bestechungsskandal im US-College-Basketball sind vor einem Gericht in New York verurteilt worden. Die Angeklagten, darunter ein Mitarbeiter des Sportartikelriesen Adidas, sollen Spieler mittels Bestechungsgeldern an bestimmte Hochschulen gelockt haben. Die heutigen Verurteilungen haben eine Untergrundkultur der illegalen Zahlungen, des Betruges und der Korruption in der Welt des College-Basketballs offengelegt, sagte Staatsanwalt Robert Kozami. Als Beweise wurden unter anderem Textnachrichten zwischen den Angeklagten und Trainern von Universitäten vorgelegt. College Basketball live im TV auf Sport 1 US und im Livestream. Illegale Deals um Basketball-Talente. Im September waren nach zweijährigen FBI-Ermittlungen 10 Personen festgenommen worden. Trainer, Agenten und Finanzberater sollen es darauf abgesehen haben, sich auf illegale Weise durch Deals rund um Talente, die zukünftigen Millionären in der Profiliga NBA werden könnten, zu bereichern, von Sportinformationsdienst.